So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops sei Multiplayer Modus. Ja, ich habe wieder Bock bekommen und dachte mir, dann nehme ich doch mal wieder Black Ops auf und wieder ein bisschen Folgen vorproduzieren, obwohl ich eigentlich schon mehr als genug habe. Aber keine Ahnung, es macht mir einfach Spaß, dieses Spiel zu spielen jetzt in letzter Zeit, obwohl ich am Anfang eine sehr böse Meinung zu dem Spiel hatte, aber die habe ich eigentlich immer noch. Nur jetzt kill ich wenigstens mal ab und zu ein paar, da reiche ich mal meine Killstreaks. Ja, super, ich wollte jetzt gerade mal schauen, was ich überhaupt mitgenommen habe. Hijacked und was war's? Ach, Herrschaft natürlich. Ja, also da könnten wir eigentlich genau gleich rausgehen. Future Ninja, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Hat gehört gehabt. Ja, und da hat er mich gesehen und gleich auch gekillt. Oh Mann, ey, warum kommen wir in solche Lobbys rein? Ich mag die Lobby nicht. Nimm das mal an. Nee, ganz ehrlich, wenn du einer mit einem Schwarm drin ist, dann brauchst du nicht das zu spielen. Also da, nee, eigentlich mag ich dieses Rage Quitting nicht so, also ab und zu mache ich es dann schon mal, wenn zum Beispiel solche Leute dabei sind, aber trotzdem, nee. Mach ich nicht. Nicht da, wenn einer mit einem Schwarm da drin rumlungert. Oh, das ist doch von Gears of War, ne? Ja, von Gears of War. War, war, war. Oh. Der wird mir auf den Piss gehen. Bei uns. Okay. Der. Alles klar. Jetzt wieder neu gemacht. Ja, super. Jetzt sind bestimmt alle Guten da drin. Wir sind wieder alle schlecht. Okay. Okay, er ist immer noch bei uns. Boah, jetzt startet doch mal, Alter. Ich hasse sowas. Es geht an und der Timer fängt von vorne an. Es ist sowas von unnötig. Das ist echt das Unnötigste, was sie angebaut haben. Wenn man jetzt mal Sniper und Shotguns außen vor lässt. Und Knife Runner vor allem. Knife Runner ist echt schon blöd. Aber wenigstens ist ein Level 4 im Gegnerteam. Standoff. Ja. Geht eigentlich. Standoff. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Raid finde ich aber besser. Hijacked finde ich auch gut. Ja, Standoff, Hijacked und Raid sind eigentlich so meine Lieblingsmaps. Ja. Eigentlich ja. Die restlichen sind voll für den Arsch eigentlich. Und irgendwie kommen auch nur diese drei Maps. Alpha wird gesichert. Wartet auf mich! Ist ja jetzt richtig fail gewesen, wenn ich jetzt eiskalt vorbeigesprungen wäre. Mann, ich habe immer noch die scheiß Semtex dabei. Mit der. Oh mein Gott! Ein Semtex-Kill. Es müsste ein Achievement geben. Wo kommt der jetzt auf einmal her? Von hinten natürlich. Spieler gerade das Anfang schon und schon ist ein Gegner hinten. Oh. Na, Kollege, hast du mich gesehen? Ist ja knapp, Alter. Fail immer wieder. Feind hat Alpha. Mal die davor. Schade. Ne, weil sonst kenne ich nie jemanden mit der Semtex, also keine Ahnung, ich glaube, das war jetzt der erste Semtex-Kill, seit ich Prestige gedrückt habe. Und das ist schon was. Raptor, Alter. Dann hat wieder 4-1. Dann 3-2, geht ja noch. Ich würde gerne ein paar Sachen einnehmen, um ein bisschen Punkte zu bekommen. Ach, das ist ein... Dann war der Name von dem anderen davor, Alter. B wird gesichert. Naja, irgendwie kotzt das Spiel mich in letzter Zeit ziemlich an. Er ist noch davon gut geredet. Ja, ich gehe jetzt haben wir da ein paar. Ich habe den Gegner auch gesehen, ich weiß. Mal die vor, aber ich glaube, ich habe sie total verzogen. Der zweite Semtex-Kill in einer Folge. Meh. Meh. Das muss ein Traum sein. Und wir sind Bester. Ach, Gottes Willen. Wir sind Bester im schlechten Team. Abschuss. Da oben ist einer. Den habe ich gesehen. Alpha ist abgesichert. Der dritte. Ja, okay, der war fail. Der war wirklich fail. Ja, genau. Schau mal rein. Ja, genau. Ich dachte, es wäre erst ein Kumpel gewesen, weil er weitergerannt ist, aber nee. Ich bin fein. Wir verlieren C. Ja, wir haben C verloren.
Positionen einnehmen. Geil, oder? Leer geschossen. Also, richtig Fail. Richtiger Epic-Fail mal wieder. Das nehme ich jetzt mal ein, oder ich versuche es jedenfalls. Anscheinend wollen die es nicht so, nur auf mich. Aber wahrscheinlich ein freundlicher Blitzschlag. Ja, schieß mit dem Raketenwerfer. Solche Leute hasse ich ja, wenn sie mit dem Raketenwerfer auf Menschen schießen. Sie ist nicht schön. Ach du Scheiße. Blitzschlag ist nie gut. Und der Sniper, der da hinten rumlungert, der auch nicht. Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Jetzt hat er den Schuss gesehen, aber ihn selber nicht. Gott, ein Kill. Oh, da habe ich verzogen. Ich bin tot. Warum bin ich so dämlich und verziehe? Alter, ich glaube, ich brauche wieder die 100-Schusswaffe. B wird gesichert. Ja, super Flag Jacket, Alter. Ist eh voll unnötig, dass eine Schutzweste vom Explosionsschaden aufhält. Verstehe ich nicht. Oh. Und das war Glück. Ach, du wirst von allen Seiten gekillt, ey. Das ist halt der Vorteil, den Battlefield hat. Einfach mal ein bisschen Auslauf stellen. Dass du nicht sofort gleich gekillt wirst. Dafür siehst du halt auch nicht so oft Gegner. Das ist halt der Nachteil. Mann, ey. Ich finde, die Gegner sterben zu langsam. Ja. Da sieht man schon, was da los ist. War das nicht geil? 150 Punkte allein schon dafür. Da ist aber noch einer drin. Ob er damit recht hat, dass ich komme? Ach, ist wahrscheinlich aus dem Fenster gesprungen oder so. Oh, der Kollege kommt, oder was? Wo ist denn der jetzt? Ach doch, der ist tot. Oh Mann! Das baut der Blitzschlag von einem selber schon den Weg zu. Vorräte. Und Drohne. Brauche jetzt aber noch nicht anzusetzen. Aber den Killen, das geht auf jeden Fall noch. Oder den da. Komm schon, vorbei, 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 vorbei jetzt. Vielleicht schaffe ich den Tarnheli. Oder einer 23-3, Alter. Aber es ist auf jeden Fall noch etwas. Da brauche ich einfach mal erstmal entweder Glück im Care Package. Oder einfach so Glück mit dem Killen. Aber ich glaube irgendwie, dass ich den nicht schaffen werde. So wieder so einen eigenen Druck mir gebaut. Ah, ich habe gar keine Ding dabei. Gar kein Tarnheli. Seabrook ist auch wieder am Start. Ah, ja, deswegen kenne ich den. Ja, ich habe den, glaube ich, mit dem gestern schon gespielt. Vorräte unterwegs. Ja, dann schauen wir mal. Ach, da geht natürlich nicht dieses Doppelding. Da ist keiner. Ah, da. Nee, das will ich auf jeden Fall nicht haben. Hunde! Hunde im Care Package! Hunde im Care Package! Alter! So, jetzt wird's Hammer. Ach, das ist mein Hund. Warte mal, Hunde im Care Package. Oh mein Gott, ich bin tot. AGR hab ich. Heilige Scheiße, jetzt geht's ab. Also jetzt habe ich nicht Bock dabei. Da oben ist ja noch einer. Ja, ist schon tot. Ja, super. Hunde killen jetzt auch nicht so viele. Jedenfalls kommt es dir so vor, als ob das nicht so viele sind. Jetzt wird's schon langsam was, Alter. Da ist aber keiner mehr. Die Hunde erledigen, glaube ich, alles. Nochmal eine Drohne. Mal C einnehmen hier. Drohne nähert sich. Verschafft mir nochmal. Care Package, ja egal. Scheiß auf den Tod. Jetzt kann man, glaube ich, mal Ding loshauen. Warthog haben wir jetzt auch noch. Ah, da leg dich doch hin, Mann! Alpha wird gesichert. Ach, natürlich, man muss es erst holen. Ja, dann holen wir es. Da hinten, man. Wenn es ja da ist, dann kommt er sofort und greift sofort an. Alle Flaggen gesichert. Positionen halten.
Jetzt gewinnen wir doch noch und ich habe 25-10, also das geht auf jeden Fall. Feindliche Drohne nähert sich. Steuert es auch selber? Geht es auch selber vor? Ja, ich glaube schon, oder? Es geht auch selber vor. Geil, dann müssen wir es ja gar nicht steuern, ne? Ja, müssen wir nicht. Auf jeden Fall schon mal gut. Dann holen wir mal schnell die Vorräte noch. Müssen wir gar nicht selber killen. Ich mache das Ding schon alles. Wobei es gerade nicht so viel macht. Ach, das ist nicht meins. Eine Hellstorm war drin, ja, die kann haben. Mann, es geht um unser eigenes Paket. Super. Vorräte geteilt. Als ob ich das gerne gemacht hätte. AGA ist schon kaputt. Na gut, AGA hat jetzt nicht so viel gemacht. Da waren die Hunde auf jeden Fall schon besser. Er hat einen Kill gemacht. Einen. Vorräte geteilt. Meine Güte. Es ist... Okay, wir kommen aber. Ja. Aber Hunde im Care-Package, Alter. Das ist doch mal was. Kann man auf jeden Fall mal so lassen, ne? Haftgranate geworfen. Ach, das ist einer von uns. So. Jetzt macht doch das Einnahmen ein bisschen mehr Spaß. Ich dachte erst, ach, ist wieder so eine Scheißfolge. Aber nee. Hunde im Care-Package. So, komm schon. Ein paar Assists will ich jetzt mal sehen hier. Und jetzt haben wir schon wieder Vorräte. Verlieren A. Verlieren nicht A. Gucken, wir haben noch Glück damit. Dass diesmal dass kein Gegner kommt oder so. Schade. So ein Kill wäre noch schön gewesen. Was ist da mit den Hunter-Killer? Doppel R. Heilige Scheiße, Leute. Was geht da ab? Was geht da ab? Bravo wird gesichert. Ach, scheiß auf den, Alter. Ganz ehrlich. Wir verlieren A. Alter. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Doppelhunde. Nee, Doppelhunde hört sich in die Kacke an. Nee, mir fällt auf jeden Fall schon irgendein geiler Name ein. So, jetzt lassen wir hier... Ach, schade. Dann nehmen wir noch das hier ein. Können wir gleich mal machen. Ist ja auch egal eigentlich. Zeit ist fast um. Egal, die Feinde. Die Hunde killen noch ein paar. Schade, den habe ich auf dem Radar gesehen, aber dachte irgendwie, dass er nichts mehr macht. Hol mal einfach mal nach das, da ist ja egal. 15. Also ist ja echt so, eigentlich sind schon solche Streaks schon was Schönes eigentlich, ne? Blitzschlag, komm schon, den hauen wir noch raus. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch zwei Stück gekillt. 41-15, Doppelhunde im Care Package. Was will man mehr? Das war geil, Alter. Echt, das war so die geilste Runde ever. Und vor allem das auch noch live zu schaffen, ey, das muss man dann mal nachmachen, ey, live einfach mal so das zu machen, einfach mal so Commentary oder so und das schafft man. Oh, da habe ich echt da, habe ich schon so einen Red Quit Marathon gemacht, zwar bin ich in die gleiche Lobby mit Schwarm gekommen. Ja, aber das war es jetzt erstmal für diese Folge. Viel Spaß noch bei den anderen Folgen oder was ihr auch immer jetzt machen wollt, bis dann.